Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute zu einem unfassbar nachgefragten Video, denn ihr wisst alle, der Sommer in Deutschland nähert sich so ein bisschen. Ich meine, wir haben gerade Mai und es regnet. Aber ihr wisst, auch in Deutschland sollte eigentlich bald auch mal der Sommer angekommen sein und dafür braucht man natürlich auch die passende Ausstattung. Und was gibt's Besseres für den Sommer als kurze Hosen? Und genau deswegen habt ihr auf dieses Video geklickt. Denn heute zeige ich euch meiner Meinung nach die besten kurzen Hosen für den Sommer. Und ich will auch gar nicht lange drum rumlabern, Freunde. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Ist hier irgendwo mal eingeblendet. Zeigt ein bisschen Liebe. Starten wir auch direkt mit den allerersten Hosen, die ich mir rausgesucht habe. Es gibt sogar ein paar Hosen, die habe ich tatsächlich selber. Das heißt, da habe ich sogar selber Erfahrungsberichte. Und kann euch die Hosen noch mal ein bisschen genauer zeigen mit Fitpixies und das. Aber jetzt, Freunde, geht es los. Viel Spaß mit der allerersten Hose. Let's go. Wir starten auch direkt mit der allerersten Hose von Weekday, damit ihr Bescheid wisst. Ich sitze erstens soweit hier an der Seite, weil ich euch hier mal schön die Bilder einblende. Und zweitens habe ich das Ganze, ja, preistechnisch sortiert. Wir fangen an mit relativ preiswerten Hosen und steigern uns dann von Hose zu Hose zu Hose zu Hose im Preis und enden dann am Ende leider Gottes bei etwas teureren Hosen. Wir haben alles dabei. Die erste Hose wäre, wie gesagt, einmal von Weekday. Hier auch eingeblendet ist die Weekday Standard Shorts. Gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Wirklich in Schwarz, in Grün, in Beige, in Rot, in Blau, in Weiß, in Grau, in jeder Farbe. Ist einfach eine schlichte Sweatshorts. Kann man nichts mit falsch machen. Auch ich trage im Sommer, ihr könnt es sehen, auch gerne mal Sweatshorts. Wie gesagt, tausende Farben am Start. 25 Euro machst du gar nichts mit falsch und auch ich bin so ein Typ, ich trage im Sommer sehr, sehr gerne Sweatshorts. Ich trage jetzt eigentlich gefühlt, nee, eigentlich gar keine Jeans-Shorts oder sonstiges. Es ist meistens eher so, ja, in dieser sportlichen Richtung oder Sweatshorts halt. Der Link dazu ist auch in der Beschreibung. Generell alle Links zu allen Sachen findet ihr unten, deswegen checkt die Beschreibung ab und wir machen weiter mit der nächsten Hose. Die nächste Shorts wäre tatsächlich auch von Weekday, und nämlich einmal die Christopher Cargo Shorts. Hier eingeblendet ist eine Cargo Shorts und ihr werdet auch gleich merken, es sind viele, viele Cargo Shorts am Start, weil ich das persönlich am meisten fühle. Ich finde Cargo Shorts sehr, sehr nice. Die kostet tatsächlich 10 Euro mehr, also 35 Euro. Ist aber auch noch komplett akzeptabel. Gibt es in vielen Farben, wie zum Beispiel in so einem Cremeton, wie ihr hier sehen könnt. Schlichte Cargo Shorts von Weekday. Wie gesagt, Weekday ist Verlass. Vertraut mir da einfach. Zweiter Link in der Beschreibung. Check es gerne ab. Wer einmal die Christopher Cargo Shorts von Weekday. Nur diese Bündel an der Seite könnten theoretisch weg. Ich glaube, die kann man bestimmt sogar abmachen. Ja, weil die Bündel sind ein bisschen unnötig. Aber an sich eine coole Hose auf jeden Fall. Sorry, ich musste jetzt einmal ganz kurz meinen Hoodie ausziehen, weil sonst gehe ich hier wirklich ein. Die Sonne kommt jetzt doch so ein bisschen raus, passend zum Video. Wir machen aber auch direkt weiter mit der nächsten Hose, denn die wäre einmal von Zara, und zwar eine Plissé Shorts. Ich habe die, soweit ich weiß, sogar im Laden letzte Woche anprobiert. Die fand ich echt gut, aber habt ihr dann irgendwie doch nicht gekauft. Warum auch immer, weiß nicht, irgendwie, weil die scheiße war. Ich habe dann einfach keine Lust gehabt, die zu kaufen. Hier einmal eingeblendet gibt es in Schwarz, in Grau und in Weiß. Kostet 30 Euro generell dieser Plissé-Stoff. Sehr, sehr geil für den Sommer. Ich finde generell, dass so Plissé-Shorts oder generell Plissé-Hosen auch oftmals so ein bisschen, ja, einen edleren Look verschaffen, sage ich mal. Aber auch, ja, kann auch sportlich getragen werden. Ist alles am Start. Schön luftig, schön angenehm. Gerade momentan eine Hose, die ich sehr, sehr cool finde. 30 Euro von Zara. Checkt die auch gerne ab. Link in der Beschreibung. Ja, sehr cool. Was ich persönlich auch im Sommer sehr, sehr krass fühle, wären einmal Basketballhosen von Nike bzw. Basketballshorts. Sehr, sehr viele geile hat Nike da am Start von verschiedensten Brands. Und ja, ich feiere jetzt kein Basketball, ich spiele kein Basketball, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich darf sie trotzdem tragen und finde sie auch trotzdem cool. Hier hätte ich einmal zwei Stück, einmal von den Nets und einmal von Celtics, soweit ich weiß. Wie gesagt, ich habe keinen Plan von Basketball, ich finde einfach nur die Hosen cool. In Grün, die gibt es aber auch in Blau, in Rot, in Schwarz, die gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Einfach mal bei Nike abchecken. Kosten so zwischen 50 und 65 Euro, gibt es ganz, ganz viele verschiedene am Start und verschiedensten Brands bzw. verschiedensten Vereinen. Von Nike sind die aber eben trotzdem alle. Und ja, finde ich ganz cool, sind so ein bisschen länger geschnitten, halt eben Basketball-Shorts. Es gibt aber noch eine weitere Basketball-Shorts, die jetzt so ein bisschen No-Name, sage ich mal, aber trotzdem von Nike. Die finde ich nämlich auch ganz cool. Und genau die wollte ich letztes Jahr unbedingt haben, aber die war überall ausverkauft. Jetzt gibt es hier mal wieder, und zwar einmal diese Nike Dry Fit DNA Shorts, heißt die, kostet 45 Euro, ist ganz schlicht schwarz-weiß von Nike mit weißen Streifen, sonst schwarz gehalten, ist eine coole Basketballhose, ist jetzt von keinem Verein. Also wenn es Leute gibt, die sagen, ich will keine Basketballhose tragen, wo jetzt hier irgendein Verein drauf ist, gönnt euch die, kostet 45 Euro, sogar so ein bisschen billiger. Würde ich aber relativ fix bestellen, weil letztes Jahr war die echt den ganzen Sommer gefühlt ausverkauft. Jetzt ist die aber wieder am Start, deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch die, auch eine coole Hose. Ich denke mal, ich werde mir die jetzt für den Sommer auch noch ziehen, weil, ja, da machst du auch gar nichts falsch. Dann als nächstes hätten wir einmal die Everyday Sweatshorts von Minimal, die es auch in ganz, ganz vielen Farben gibt. Eigentlich selbes Prinzip wie auch bei den Weekday Shorts, ist einfach eine ganz normale Sweatshort. Ich denke mal, der Fit wird jetzt bei Minimal ein bisschen cooler sein, beziehungsweise ein bisschen entspannter fitten als jetzt die von Weekday.
Und die von Minimal hat noch so ein bisschen längere Drawstrings, was ich auch an sich eigentlich ganz entspannt immer finde. Kostet 31 Euro halt noch plus Versand, plus Zoll bei Minimal. Ihr kennt das Ganze, ist noch ein bisschen was da drauf kommt. Gibt es aber auch in ganz, ganz vielen Farben. In Grau, in Schwarz, in Beige, in Braun, in Babyblau, in Rosa. In vielen coolen Sommerfarben, deswegen check es auch gerne ab. Ja, ist eine coole Hose und 31 Euro an sich, jetzt abgesehen von Zoll und Versand, geht auch voll klar. Dann habe ich so ein bisschen durch Zufall bei Minimal noch eine weitere kurze Hose gefunden, und zwar nämlich einmal die Vintage Splatter Cargos, eine Camo Cargo Shorts mit ein paar Farbklecksen und eben am Bund unten so ein bisschen Distress. Blende ich euch hier mal ein. Ihr könnt sehen, fittechnisch echt sehr, sehr geil. Sieht auch cool aus, das Camo ist so ein bisschen ausgewaschen, so ein bisschen, ja, die Hose hat so ein bisschen so einen Used Look halt eben auch durch diese Farbkleckse, kommt ganz geil. Und ich muss sagen, mir gefällt die Hose echt sehr, sehr gut. Kostet 66 Euro, also ein bisschen teurer, aber macht was her. Kommen wir als nächstes zu den Rooted to Work Cargo Shorts. Und da, ja, müsst man vielleicht wissen, ich hatte diese Hose mal, beziehungsweise ich hatte die mal vor kurzem, vor 2-3 Wochen, als ich dieses Fashion Pack Opening gemacht habe. Habt ihr aber wieder zurückgeschickt, weil die war mir dann doch ein bisschen zu dick für den Sommer. So, die hatte so einen sehr, sehr dicken Stoff, das war dann doch nicht so meins. Aber an sich auch eine coole Hose, ist eine Cargo Shorts, hat vorne ihre Taschen, gibt es in Creme-Weiß, soweit ich weiß, und einmal in Schwarz. Kostet auch 64 Euro und fittechnisch echt cool. Die fittet sehr, sehr geil, aber halt der Stoff war jetzt mir persönlich ein bisschen zu dick. Wenn es aber eben manche von euch gibt, die auch kurze Hosen gerne bei 15 Grad tragen, kauft euch die gerne. Auch jetzt für den Sommer ist die auch cool, nur die ist halt eben ein bisschen dicker und ich mag es halt eher, wenn Hosen so ein bisschen dünner sind. 64 Euro, aber soweit ich weiß, bekommt man, wenn ihr euch in den Newsletter eintragt, bei Rootatoo auch 10%. Ist jetzt auch kein Placement oder so, ich habe jetzt auch keine Kooperation mit Rootatoo, aber nur ein kleiner Tipp von mir. Newsletter eintragen, 10% mitnehmen und dann, ja, ist wieder ein bisschen billiger. Auch unten verlinkt, checkt das gerne ab, das zur Rootatoo Cargo. Die nächste kurze Hose habe ich tatsächlich selber und zwar einmal die Carhartt VIP Aviation Shorts heißt die, habe ich einmal in grün und die Leute, die mich ein bisschen länger verfolgen oder ein bisschen aktiver verfolgen, die wissen auch, dass ich diese Hose auch schon in lang habe, also die ganz normale lange Carhartt Cargo in grün und die trage ich wirklich gefühlt jeden Tag, also es ist safe, safe meine Lieblingshose, ich trage keine Hose so oft wie diese und jetzt habe ich mir eben noch einmal in kurz geholt, heißt einfach eine ganz normale kurze grüne Cargo Shorts, die gibt es auch in ganz, ganz vielen Farben, in beige, in grün, in schwarz, in ganz vielen Farben, kostet bei Carhartt, soweit ich weiß, 85 Euro. Für die Leute, die in der Nähe von Roermond wohnen, checkt das Outlet in Roermond ab. Da kostet die Hose, glaube ich, 55 Euro. Ich glaube, ich habe 55 Euro für die Hose im Outlet gezahlt. In Roermond. Und ja, Fitpick davon gebe ich euch auch mal hier. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich habe dort eine Size 31er Weite und Länge ist, glaube ich, eine Einheitslänge. So findet die bei mir. 1,82 groß. Und das jetzt einmal dazu. Auch eine coole Hose. Kann ich nur empfehlen. Echt. Cargo-Taschen. Schön gemütlich. Cooler Fit. Das dazu. Kommen wir dann jetzt zu der Brand, wo ich wirklich sage, macht meiner Meinung nach die besten kurzen Hosen, wo ich auch viele von habe und euch die auch natürlich selber zeigen kann. Wir hatten als erstes einmal die Represent Military Shorts. So sieht die aus. Kostet, soweit ich weiß, 148 Euro, 145 Euro, irgendwie so. Klar, ist ein bisschen teurer, aber ich muss sagen, die Qualität, der Fit, einfach unfassbar. Ich hatte noch nie so eine nice kurze Hose. Die ist unfassbar luftig, sehr, sehr gemütlich, fittet sehr, sehr nice. Hab dort eine Size M genommen, Fitpick hier mal eingeblendet, bin 1,82 groß. Size M, fittet perfekt. Ihr könnt sehen, die ist mega luftig, die ist richtig locker, hat schöne Cargo-Taschen, sieht cool aus. Ich habe die jetzt in so einem entspannten Sandton, die gibt es aber noch in Grau und in Schwarz und in mehreren Farben. Ich finde den Sandton echt ganz geil. Hat vorne wieder so ein Ding zum enger ziehen, das heißt, die fittet echt sehr, sehr nice und passt sich dem Körper gut an wegen dem Gummibund. Dann gebe ich auf jeden Fall gerne ein bisschen mehr Geld aus und habe dann eine Hose, die ich halt den ganzen Sommer und nächsten Sommer und übernächsten Sommer auch noch tragen kann. Und ich muss sagen, die, das ist meine Favorite kurze Hose auf jeden Fall, diese Military Shorts von Represent. Unten verlinkt, checkt die auch gerne ab. Habe ich jetzt wegen 20% Code am Ende dann ein bisschen weniger gezahlt. Aber trotzdem, natürlich viel Geld für eine kurze Hose darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ich habe euch ja gerade gesagt, ich habe nicht nur eine kurze Hose von Represent. Ich habe noch zwei weitere und zwar einmal diese beiden hier. Einmal in Grau und einmal in Grün aus der 24/7 Reihe. Was heißt das? Represent hat so eine eigene Kollektion, die heißt 24/7 und 24/7 meint einfach 24/7. Das heißt, du kannst diese Hose 24/7 bei jedem Anlass tragen. Du kannst sie zum Sport tragen, du kannst sie zum Chillen tragen, du kannst sie zur Arbeit tragen, weil sie dann einfach stylisch aussehen, trotzdem sehr, sehr komfortabel sind, sehr luftig sind und einfach ihren Zweck, sage ich mal, erfüllen. Das wäre einmal die erste 24/7 Shorts, eben in diesem Olivton. Und ihr merkt, es ist eigentlich wie so eine Sporthose. Vom Prinzip her an sich eigentlich genau dieselbe Hose wie auch die, die ich gerade vorgestellt habe, nur dass die eben vom Material halt ein bisschen anders ist und ein bisschen preiswerter. Also ich meine, die kostet 100 Euro und die andere kostet halt eben so 145 Euro, also die ist ein bisschen billiger. Und die habe ich eben einmal in grün und noch einmal in so einem Grauton. Und ja, komforttechnisch auf jeden Fall die beste kurze Hose, die ich bis jetzt hatte. Also die ist wie so eine Sporthose, wie gerade schon gesagt, nur halt eben
noch bequemer und, Jungs, ich sag's euch, diese Hose, ich werde die im Urlaub jetzt auf jeden Fall so, so safe rocken. Diese Hosen sind einfach Liebe, die sind Liebe. Wie eben schon gesagt, wir steigern uns immer so ein bisschen im Preis, das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen teurer. Und wir kommen zu Essential Shorts. Dürfen auch nicht fehlen, finde ich mega, mega geil. Vor allem die neuen, die dieses kleine Gummipatch vorne auf der Naht haben mit den längeren Drawstrings. Gibt es auch in ganz, ganz vielen Farben. In Braun, in Samt, in Weiß, in Schwarz, in Grau, in allen verschiedenen Farben. Kosten so zwischen 130 bis 180 Euro. Die älteren Modelle eben ein bisschen teurer, die neuen ein bisschen preiswerter. Das einzige Manko ist leider, die Hosen sind ausverkauft, weil wenn Hosen krass nachgefragt sind, sind sie eben ausverkauft. Und das heißt, ihr müsst die Resale kaufen. StockX, Vinted, eBay Kleinanzeigen, wo auch immer. Wie gesagt, 130 bis 180 Euro irgendwo so in dem Rahmen. Und auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich habe persönlich jetzt keine, aber vielleicht in Zukunft, wer weiß, vielleicht kommt noch mal eine ran. Weil ich muss wirklich sagen, ich finde die geil. Die taugen mir sehr, sehr nice. Und ja, auf jeden Fall coole Hosen. Die letzte kurze Hose für dieses Video wäre eine kurze Hose von Who is Jacob. Kennt vielleicht jetzt auch nicht so viele von euch. Aber ja, von der Brand habe ich auch schon eine Cargo-Hose in lang, beziehungsweise eigentlich genau dieselbe Hose, nur eben in lang. Die gibt es aber auch in kurz. Und die gibt es auch leider noch im Resale, die ist überall ausverkauft. Aber auch eine sehr, sehr geile Hose, sehr speziell, mit vielen coolen Taschen am Start. Und auch die Qualität von Who's Jacob weiß ich auch, weil ich habe ja eben die lange Hose, ist sehr, sehr geil. Ist was Spezielleres, aber wollte ich auch in dieses Video mit reinnehmen, weil, ja, ich wollte jetzt auch nicht nur so langweilige Sachen vorstellen, jetzt hier nur H&M und Uniqlo und dies und das, wo die alle gleich aussehen. Sondern halt auch so ein paar Sachen, die ein bisschen speziell sind. Und die Hose ist halt eben speziell, finde ich ganz cool. Und kostet halt leider im Resale so 200 bis 300 Euro. Ist auch nichts für mich. Ich würde niemals so viel Geld für eine kurze Hose ausgeben. Aber vielleicht gibt es irgendwelche von euch, die halt so viel Geld dafür ausgeben möchten. Checkt die auf jeden Fall gerne ab, weil ich finde die echt cool. Das war tatsächlich die allerletzte Hose für dieses Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal, ja, fiel es mir ein bisschen schwerer, coole kurze Hosen zu finden, weil irgendwie hat sich alles so ein bisschen überschnitten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, ich habe euch ganz coole kurze Hosen vorgestellt. Das wäre es dann eigentlich auch mit dem Video gewesen, Freunde. Das wären meine Sommershorts-Empfehlungen gewesen. Vielleicht, wenn ihr ordentlich Daumen nach oben da lasst und ich noch ein bisschen recherchiere, finde ich noch ein paar coole weitere und mache vielleicht noch eine zweite Episode. Ihr kennt das Ganze. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare. Wie findet ihr die Hosen? Habt ihr euch eine gezogen? Was sind eure Sommerempfehlungen, was kurze Hosen angeht? Lasst mich gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein und ciao!